Das ist nicht das, aber das hier. Das ist unser Gelände. Und unser Gelände von der vom Stadion aus. Hier ist die Station Stadion, Olympiastadion. Und wenn man hier runterfährt, kommt man hier auf Ruhleben, auf die Endhaltestelle oder die Startbahnhof, Endhaltestelle, wie auch immer man das nennen will. So, und normalerweise fahre ich immer von hier los. Eigentlich. Zumindest fahre ich von hier aus los, wenn der offen ist. Auch wenn ich nicht hier einsetze, aber von hier aus fahre ich dann immer mit dem jeweiligen Zug mit, den ich dann entweder ablöse oder ich fahre zur Stelle, wo ich ihn ablöse. Kommt immer drauf an. So, das ist die Halle 5, die momentan für unser einsetzende Züge benutzt wird. So, momentan, wenn man so ein bisschen beobachtet, wenn man hier irgendwo sich hinstellt, dann sieht man, wenn man morgens da sein sollte, dass wir von der Halle ins Gleis 1 fahren, was ja entgegen die Fahrtrichtung ist. Hier kriegt man eine Art mündlichen Auftrag, dass man von hier aus hier reinfahren kann. Und hier unten, wartet, wo ist der Bahnhof da? Hier ist der Bahnhof unten, dass man bis dahin fahren darf. Dort muss man von Gleis 1 in die Kehre zurückfahren, von der Kehre in Gleis 2. Und dann kann man erst losstarten. Und dann fahren wir nämlich bis Theodor-Heuss-Platz. Hier unten unterirdisch stehen wir dann irgendwo hier unten. Ich denke mal, hier unten stehen wir, wenn man sich das überlegt, ne? Ich steh mit meinem Zug eigentlich jedes Mal hier unten. Also hier drunter. Und hier ist irgendwo die Kehre, wo ich mit dem Zug dann drin stehe. Und wenn ich ja vom Osten komme, dann habe ich ja hier die Endstelle, dann fahre ich in die Kehre, mache einen Fahrerstandswechsel und fahre wieder raus. Und das ist schon crazy zu wissen, dass ich da unten, dass ich unter diesem Wendekreis bin, wo über mir, also unter dem Kreisverkehr, wo über mir die ganze Zeit Autos rumballern und ich da unten hin und her fahre. Und dann fahre ich hier entlang. Dann halte ich hier kurz bei Kaiserdamm. Irgendwo muss hier Kaiserdamm sein. Wo ist die Kaiserdamm-Station? Bin ich schon vorbei? Sakura. Irgendwo hier müsste dann Kaiserdamm sein. Irgendwo da müsste so eine Art U-Bahn-Eingang sein. Der ist ja in der Ecke irgendwo. Da ist der Eingang. Und dann fahre ich hier unter der Erde natürlich. Und hier fahre ich sogar unter der Brücke. Das heißt, wenn du mal hier auf der Autobahn fährst, dann siehst du die Züge hier hin und her ballern. Da fahre ich also. Das heißt, ich fahre nicht auf der Autobahn. Unter der Brücke ist so ein Art Viadukt, wo man drauf fährt. Und wir fahren unter der Brücke durch. Und dann ballert man hier runter und ballert. Immer noch. Immer noch bis zum Ernst-Reuter-Platz, also bis zum nächsten Kreisverkehr. Hier fährt man dann eine Kurve. Genau. Und dann ballert man bis zum Zoo. Genau. Wo wollte der denn? Achso, nee. Ich dachte, der wollte jetzt irgendwo weiter hin. So, und hier unten irgendwo ist die U2. Denn, genau, von der Seite aus fährt man Richtung Osten und von der Seite Richtung Westen. Also hier. Ne? So, und dann fährt man an. Das ist auch das Geilste. Man fährt im Zickzack um die Gedächtniskirche vorbei und kommt dann zum Wittenbergplatz. Und vom Wittenbergplatz ballert man. Irgendwann kommt man raus aus dem Tunnel. Ja. Und fährt in den Bahnhof Nollendorfplatz. Nollendorfplatz. Das ist sozusagen unser Einsatzort. Also die meisten Ablösepunkte ist halt bei uns das hier. Weil hier trifft sich die U1, U2, U3 und U4. Also komplettes Kleinprofil. So, und dann fährt man Bülowstraße. Dann fährt man hier auf dem Viadukt. Ja, hier mit 35 fahre ich immer. Dann hier auf die Brücke. Sehr schöner Anblick, wenn man hier drauf ist. Denn da sieht man hinten
Fernsehturm. Hier sind so, genau, nur so Gärten und so. Sieht alles geil aus. Dann macht man hier einen kleinen Schlenker nach links. Dann sind wir am Gleisdreieck. Gleisdreieck unten ist U2 und Gleisdreieck oben ist U1, U3. So, dann fährt man weiter. Na, wenn man jetzt hier fertig hat, dann fährt man hier. Und dann fahren wir ins Haus rein. Mendelssohn-Bartholdy-Park. Hier in diesem Park, man sieht das leider jetzt nicht hier rein, aber ab ungefähr diese geht es runter. Aber so richtig schön runter. Und dann fährt man in einer kleinen Kurve nach links, nach rechts. Richtung Potsdamer Platz. War das links? Weg. Ich muss gerade mal gucken. Genau da. Man macht so einen Schlenker, so ein bisschen schlenkermäßig. Dahin, genau. Und vom Potsdamer Platz kommen wir dann, ich glaube, zur Mohrenstraße. Ist das schon? Doch, ich glaube, Mohrenstraße. Aber ich wüsste jetzt nicht, wo ich die finde. Was ist das hier? Ach da, okay, da lang. So, genau. Und da müsste irgendwo die Mohrenstraße sein. Okay. Wartet mal, hier ist irgendwas. Da, genau, U-Bahnhof Mohrenstraße, genau. Und von der Mohrenstraße fährt man dann bis Stadtmitte. Da. Natürlich mit Vollkaracho. Mit 60 gib ihm. Ist eigentlich ein ganz kurzes Stück, wenn man sich überlegt. Ne? Das ist aber wirklich ein ganz kurzes Stück. Also das bis dahin. Man schafft aber die 50, man schafft die 60, aber da muss man auch schon bremsen. Also, ja, muss man nicht machen, wenn man nicht unbedingt muss. So, dann fährt man statt mit raus Richtung. Warte. Das ist immer das Problem, dieses Merken von Stadt mit. Ich glaube nach Hausvogteiplatz. Da, genau, Hausvogteiplatz. So, wo ist die U-Bahn? Hausvogteiplatz. Genau, da, Hausvogteiplatz, so. Und wenn man da fertig ist, achso, man macht so einen kleinen Schlenker. Von Stadtmitte, okay. Von Stadtmitte. Ja, doch, man macht so eine S-Kurve, stimmt. So eine S-Kurve nach oben. Genau, also so. Nach unten, nach oben, genau. So schlangenlinienmäßig, so. Und von Hausvogteiplatz kommt man nach Spittelmarkt. Dort ist momentan auch eine unserer Kehre. Wir kehren auch da. Also wir müssen da, manchmal fahren wir bis Spittelmarkt, manchmal auch bis Klosterstraße. Und dann wird halt da gewendet, also Hausvogteiplatz, Spittelmarkt wird gewendet. Wird halt gekehrt oder man fährt weiter bis Märkisches Museum und dann bis Klosterstraße. Klosterstraße, mega geiler Bahnhof. Klosterstraße meine ich. Weil, und dann komme ich jetzt gleich dazu. Ich mag. Achso, oh, ist ja hier. So. Irgendwo ist die Klosterstraße, genau. So, und dort, Klosterstraße, ist, das sieht so aus wie so, wie damals an der Grenze, an der polnischen Grenze. Diese gelben Lichter. Also ich finde das immer geil. So, und dann kommen wir hier zum Alex, nee. Doch, S und U-Bahnhof Alexanderplatz. Stimmt, nach Klosterstraße kommt natürlich S und U-Bahnhof Alexanderplatz. Momentan befahren wir aber nur bis Klosterstraße. Also das ist das Weiteste, wo wir gerade mit der U2 fahren, weil wegen der Bauarbeiten Alexanderplatz fährt von Klosterstraße bis Sennefeldplatz ein Pendelverkehr bei uns. Und von Sennefeldplatz bis nach Pankow kann man auch fahren. Und zurück fährt man halt von Kloster zurück nach Theo. Deswegen gibt manchmal auch Leute die Züge, die bis Spittelmarkt fahren. Weil um den 5-Minuten-Takt hinzukriegen, fährt einer bis Spittel und der nächste bis Kloster. Der Spittel fährt los. Dann kommt der nächste, der Spittel fährt und der nächste, der Kloster fährt und so weiter. So kriegt man dann halt diesen 5-Minuten-Takt hin.
Gut.